interessant mit diesem komischen Kugelding da auf dem Kopf. Gut, dann. Ja, holen wir uns hier noch den Drachen und dann geht's los. Hexus! Klasse, Spyro! Danke für die Rettung! Gut, wir haben alle Drachen. Dann holen wir hier noch die paar Edelsteinchen, die wir so kriegen. So, das war's. Ja, dann würde ich sagen, holen wir erst das Einfache von da drüben. Und dann das Schwierigere. Vielleicht mache ich mir jetzt auch mehr Sorgen, als ich eigentlich mehr machen müsste. Oh. Das war schlecht. Ah, das ist schon wieder so eine Schwebeplattform. Ich mag das. Wird geladen. Was liegt da? Aber wir müssen beide nehmen. Weil wir sonst den einen, glaube ich, verlieren, wenn wir da hoch. Also. Bei dem Höhlending, da hat das ja ganz gut funktioniert. Kacke, ey. Aber es sind nur zwei. Gibt nur zwei Stück. Vielleicht machen wir doch erstmal den anderen. Weiß ja nicht. Vielleicht geht das ja besser, weil der steiler ist. Vielleicht darf ich auch gar nicht fliegen. Weil hier bin ich jetzt auch nicht geflogen. Ich meinte aber im Original... das ist aber ganz schön eng hier. Ich meinte im Original... Ich meine, im Original hätte man dahin fliegen müssen. Ist sie schon immer hier gewesen? Naja. Gut, dann versuchen wir es mal ohne fliegen. Kannst du mich mal blitzen? Dankeschön. Ich hoffe mal, dass ich jetzt immer hier oben rauskomme. Okay, wenn ich nicht ganz so früh abspringe, geht das, glaube ich. Weil ich dachte jetzt, dass ich vielleicht früher abspringe, dass ich in dem steileren Teil irgendwie bin, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Aber schön, dass wir hier oben wieder starten. Sehr schön. Hä? Ich bin verwirrt. Die haben doch einen Schlüssel. Warum können wir die einfach kaputt machen? Dann muss ich jetzt gleich doch nochmal darüber. Eierjagd. Das ist bestimmt, weil wir eine gewisse Anzahl... Das sind Fünfer? Die blauen sind Fünfer? Das ist aber gelogen, würde ich sagen. Na gut. Ja, dann müssen wir nochmal darüber. Tatsächlich. Weil ich eigentlich dachte, weil da ein Schlüsselschloss dran ist, dass wir die nicht kaputt kriegen. Aber anscheinend schon. Ich check's nicht. Dann hätten wir die mit dem Schlüsselschloss bestimmt auch so kaputt gekriegt. In dem einen Level. Das finde ich ein bisschen irreführend. Tut mir leid. Ich glaube, die richtigen Schlüsselschlosskisten sehen genauso aus.
Und vielleicht nur minimal anders. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Ja. Gut, dann ab nach Hause. Und zu Blowhard. Und da müssen wir auf 10 Sekunden auf schwebenden Dingern irgendwie sein. Ich habe keine Ahnung. Oh, ihr seid so süß. Wirbelfiel. Interessant, was man hier nicht so alles machen kann. Was machen die Tasten eigentlich im Fluglevel? Also die Rolltasten. Können wir nächstes Mal ausprobieren. Ich weiß nicht, die erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Final Fantasy Charakter. Ich bin jetzt auch nicht der übermäßige Final Fantasy Kenner, eigentlich so gar nicht. Aber an irgendeinen Charakter erinnern die mich. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht wisst ihr ja, was ich, welchen Charakter ich meine. Also welchen ich meinen könnte, sagen wir mal so, weil ich weiß es ja selbst nicht. Es erinnert mich nur halt irgendwie an einen. Ich mache jetzt, wenn ich die beiden tot gemacht habe, dann gucke ich mir das nochmal an. Wie hieß das? Reite 10 Sekunden lang auf einer Druidenblattform. Ich will jedes Mal Blattform sagen. Der sieht ja interessant aus. Einen ganz langen Bart hat er. Sind das jetzt die Plattformen, die hier sind? Tatsächlich. Kunstgalerie freigeschaltet. Da können wir doch gleich mal direkt reingucken. Oder ist jetzt einfach nur freigeschaltet, dass wir jetzt was sammeln können? Ja, wir gucken jetzt erstmal noch hier oben alles nach. Gucken uns den Drachen an. Und dann gucken wir mal in die Kunstgalerie. Alter, ihr! Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Ich weiß ja nicht, woher genau der Name Alter, ihr kommt. Aber in Assassin's Creed ging es ja auch um Adler? Vögel? Weiß ich nicht. Ich bin mir nicht, auf jeden Fall Vögel. Und der hat ja auch so Flügel gehabt, wie ein Vogel. War das daran angelehnt? Gibt es den Bezug zwischen Alter Io und Vogel nur in Assassin's Creed? Oder kommt das auch, gibt es das so in anders auch wo? Deutsch. So, Kunstgalerie. Ach, guck mal, da haben wir Spyro the Dragon. Das. Achso, das ist nicht das Original, sondern das jetzige. Da haben wir noch so Art-Zeug. Links sieht sehr verstörend irgendwie aus, so von wegen. Die Bilder könnten. Es gibt doch so ein komisches. Spyro does a thing oder irgendwie so. Das sieht irgendwie sehr danach aus. Oh, wunderschön. Die Drachenstatue. Es gibt von
Totaku heißen die, glaube ich. Das sind so kleine Figürchen von GameStop. Da habe ich mir auch letztens die Spyro-Figur gekauft und die Crash-Figur, weil die nur noch 9 Euro gekostet hatte. Nur noch in Anführungszeichen. Aber wenn es da auch so eine Drachenstatue geben würde, die würde ich mir auch noch holen. Oder wenn es sie in groß gibt und nicht irgendwie 200 Euro kostet, die würde ich mir, glaube ich, auch noch holen. So, dann haben wir hier noch ein paar Gegner. Gnorks heißen die, ne? Gnorks? Nasty Gnork. Ja. Aber da sehen wir schon welche vom Ende vom Spiel. Das ist aber ein bisschen Spoilering hier, ne? Ah, das sind die... Oder? Ja, das sind die... Oder? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Traumweber-Narren. Riesenstiefmütterchen, gepanzerte Schrecken und Dämonenköter. Ja. Ah, da haben wir Toasty, genau. Dr. Shemp und Wirbelwind. Also Wirbelwind sieht schon ein bisschen sehr abgefuckt aus. Metallkopf, Metalhead, genau. Den gab es ja auch noch. Und Jack und Nasty Gnork. Der sieht aber ein bisschen verkümmerter aus, ne? Der sieht irgendwie aus wie ein normaler Gegner. Naja. Gut. Dann hätten wir die erste Seite schon mal fertig. Gibt es auch noch eine dritte? Nee. Gut. Hochlanddorf. Was ist denn Hochlanddorf? Egal, werden wir nachher sehen, wenn wir da so weit sind. So, hier hinten war ja noch ein bisschen was. Ach genau, hier habe ich ja letztens angesprochen, hier gibt es ja Schnee. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir darin... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir darin keine Fußstapfen irgendwie machen. Aber man hat welche gesehen. Das Spiel hat alles richtig gemacht. Nur ein Zehner. Kommst du mal runter? Oh. Wie viel fehlt uns noch? 95, 6, 2, bitte 2, 2. Yes, danke schön. Sammler. Gut, haben wir hier alles. Ab nach Hause. Dann können wir jetzt bei den Beastmasters weitermachen. Was kommt denn nach den Beastmasters? Das komische mit dem Schrumpfzeug da und nach Jacques kam, glaube ich, dann schon das mit den Drachenköpfen, die drei Stück aus Metall, ne? Da bin ich auch mal gespannt, wie die aussahen. Also wie die aussehen. Wie die aussahen, weiß ich, wie die. Hallo, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Tuko. So viele Dracheneier zurück. Ja, ja. Steig ein, wenn ja. Du bereits, möchtest du dorthin? Ja. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns wieder, also wir vor allem, ob ich mich wieder erschrecke bei diesem einen Schweinchen. Und ich bin mal gespannt, wie die Schweinchen aussehen. Können wir hier irgendwas machen? Nee, hier können wir nichts machen. Nur in dem Ladebildschirm, wo wir alleine sind. Man hört übrigens auch ein kleines Feuer. Und eine Frau draußen schreien. Aber das habt ihr wahrscheinlich nicht gehört, weil es wirklich sehr leise war. Oh. Es ist dunkel. Und... Oh. Das ist super schön hier. Hallo Sparks. Also das war ja... Also ich muss sagen, im ersten Teil war das hier echt mega hässlich, ne? Aber das ist super schön.
Nee, so Häuschen. Ich weiß, die gab es doch schon im ersten Teil, also im Originalteil hier, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Level so gut gefällt. Weil das war eigentlich so... Die Hauptwelt, die mir so gar nicht gefallen hat im ersten Teil. Gesundheit! Wow. Was die aus dem Level gemacht haben, ne? Das ist der Wahnsinn. Wow. Die Portale sehen auch super aus. Ich habe echt Gänsehaut, ne? Das Schweinchen wartet auf jeden Fall da hinten auf uns. Was ist das hier? Hochlanddorf, da haben wir doch schon das erste Level. Wow. Bruno, da war da so ein Dicker, ne? Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Das ist doch voll schön. Ich finde das super hier. Ganz ehrlich. Es sieht aus wie Pumba. Ganz schön hyperaktiv sind die, ne? Was ist das? Nebliger Sumpf. Leuchtpilzis! Ich liebe Leuchtpilzis! Oh. So, jetzt kommt der Schreckensmoment wieder. Diesmal aber nicht so schlimm, weil die Kameraführung besser ist als im Original. Ich meine, im ersten Teil wäre das Haus immer ein bisschen im Weg gewesen, hat mich sicher so erschrocken. So, hier konnte man runter, ne? Ja. Das sind schon wieder Leuchtpilzis. So, was haben wir hier? Wildnisflug. Wildnis? Achso, Wildflight, genau. Aber bei Wildflight habe ich eigentlich nie an Wildnis gedacht, sondern an Wild im Sinne von wilder Flug. Cletus! Sparrow, schön dich zu sehen, aber ich muss los. Du solltest dich mal waschen. Ganz viel Algen und Matsch an sich gehabt. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Level, ne? Es ist so schön! Pilzchen! Ich mag auch normale Pilzchen, aber Leuchtepilzchen sind noch besser. Oh, Leuchtepilzchen! Oh Mann, ich hab Gänsehaut, ey. Baumwipfel, oh. Da ist ein Fisch rausgesprungen. Und da hinten sind natürlich Glühwürmchen, die waren auch, glaube ich, vorne am Anfang schon mal. War hier noch was? Ja. Ich habe fast drei Edelsteine übersehen.
Okay, da haben wir... Okay, da hängt wirklich dann ein Schloss dran. Und hier ist das... Hier ist es nur so aufgemalt quasi. Muss man sich mal merken. Aber ich finde, die sehen sich schon sehr ähnlich, die Kisten. Wackelt die eigentlich, wenn man gegenläuft? Mir wäre lieber, wenn die so richtig so rumgetanzt hätte. Auch hier der Boden. Guck dir mal den Boden an. Das ist so, wie nennt man das? Das ist nur Zeichnung. Fällt der Name nicht ein. Und da oben das Schweinchen. Dieser schöne Baum. Hier würde ich direkt hinziehen. Mit den Leuchtpilzis. Mir tun die Drachen so leid, die noch im Kristall festsitzen. Vielleicht fühle ich mich besser, wenn du 50 Drachen rettest. Okay. Habe ich irgendwo einen vergessen? Nee, ne? Dass ich dann irgendwie gesagt habe, ja, ich mache erstmal das und das und dann tun wir den befreien, aber ich glaube nicht. Da unten. Oh, ein Wasserfall. Leuchtpilzis. Okay, dann fliegen wir mal da drüben hin. Ja, den haben wir doch locker erreicht. Ja. Ich würde ja am liebsten zuerst das Level hier. Oh, ist aber viel. Ich würde am liebsten eigentlich zuerst das Fluglevel machen, aber ich würde auch gerne Treetops zuerst hinter mir bringen. Hinter mir. Komm, wir machen erst das Fluglevel. Dann haben wir es hinter uns. Obwohl, der neblige Sumpf ist auch nicht so geil. Na gut. Wildnisflug. Das müsste jetzt aber das sein mit den Helikopter. Oder? Da gibt es noch eins, wo die mit Bötchen rumfahren, oder? Wo die so bergauf fahren mit dem Bötchen. Ah, das ist das Bötchen-Level. Habe ich das so damals gemacht? Das war eigentlich eine ganz gute... Uah! Nee, so habe ich das nicht gemacht. Oh Gott. Da habe ich vergessen, die X-Taste zweimal zu drücken. Übrigens auch schön mit diesem Versatz. Wie nennt man das denn, wenn man im Wasser ist, dass da so Versatz ist? Ach Mann. Aber lieber am Anfang so verkacken als am Ende, ne? Und hier dauert das Laden auch nicht so lange. Ach komm. Nein, Kiste verpasst. Wo war die da? Können wir auch direkt
gegen die Flugrichtung. Ich krieg euch alle. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Da. So. Oh, das wird knapp. Jetzt muss der hier vorne rumtuckern. Da kommt er. Oh nee, da sind noch mehr. Fuck. Da kommt er. Oh Gott. Zeit für den Rückflug. Jetzt will ich, wofür haben wir die bekommen? Moment. War ich wieder zu langsam? Wo ist das? Zeit. Ohne den Boden zu berühren. Alles klar. Ich habe mir jetzt extra die anderen Trophäen nicht angeguckt, weil ich wollte das erstmal ohne Trophäengezumpel durchspielen. Und dann halt am Ende das holen, was mir noch fehlt. Schön. ...6100 Edelsteine. Wir haben 12.000 hat er, glaube ich, gesagt. Und 2.000 sind dann nochmal in dem Extra-Level. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte. Jetzt kommen wir wieder zum schönen Level. Ach komm. Wir heben uns Treetops fürs Ende auf. Und machen erstmal nebliger Sumpf. Haben die den jetzt auch neblig gemacht? Weil im ersten Teil meine ich nicht, dass der neblig gewesen wäre. Beziehungsweise, wenn er nur so ein bisschen. Oder ist das jetzt wieder das falsche Level, was ich im Kopf habe? Was ist das mit den Fröschen? Ja, oh. Das sieht aber auch mega geil aus. Alter, da hört man jetzt wieder die Musik, die so vor sich hin dümpelt, weil wir nichts machen. Oh, jetzt habe ich schon wieder eine gescheuert bekommen. Käfigbefreiung. Okay. Wackeln die noch mit dem Popo? Ja. Boah, die sind aber schnell. Oder das kam mir jetzt nur so vor. Schön. Das gefällt mir hier. Das ist echt. Das gefällt mir. Da sind wieder Pilzchen. Ich finde das echt schön, dass so Level, die mir damals vom Design halt so voll nicht zugesagt haben, mir jetzt echt gut gefallen. Ah, das sind die Frösche.